Morgen des 11. September 2001 entführen 19 mit Papiermessern bewaffnete Terroristen 4 Verkehrsflugzeuge auf dem Flug von der Ost- zur Westküste der USA. Sie übermannen die Flugzeugbesatzungen, übernehmen die Kontrolle über die Flugzeuge und sind in der Lage, das Flugsicherheitssystem der USA fast 2 Stunden lang zu täuschen. Schließlich fliegen sie 2 der Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers in New York, das 3. Flugzeug stürzen sie ins Pentagon in Washington, das 4. Flugzeug stürzt während eines heroischen Handgemenges der Passagiere mit den Hijackern über Pennsylvania ab. Später brechen die Türme des World Trade Centers aufgrund der Einschläge zusammen, dabei kommen fast 3000 Menschen ums Leben. Später am Nachmittag bricht ein 3. Turm des World Trade Center Komplexes aufgrund von Feuer zusammen. Es stellt sich heraus, die Entführer sind 15 Saudi-Araber und 4 Ägypter, deren Identität innerhalb von 48 Stunden vom FBI ermittelt wird. Dieses entspricht in Kurzform der Version, welche die US-Regierung der Weltöffentlichkeit durch die internationalen Medien mitgeteilt hat. Dies sind die Fakten, aus denen sich die globalen Konsequenzen ergeben haben, die uns allen bekannt sind. Tonight we are our country awakened to danger and called to defend freedom. We have now learned that the US Army is sending out deployment orders to units. It will involve various commandos, including the Rangers, the Special Forces, units that they call Special Ops. Aber angefangen mit der Identität der Terroristen bis zum vollständigen Verschwinden von 2 der 4 Flugzeuge. Vom unerklärlichen Umstand der fehlenden Reaktion des weltweit besten Luftverteidigungssystems bis zum tatsächlichen Grund für den Einsturz von 3 Wolkenkratzern ist die offizielle Version noch immer mit vielen unbeantworteten Fragen belastet, von denen bisher keine befriedigend beantwortet werden konnte. Täglich finden 27.000 Geschäftsflüge in den USA statt. Die Flugdichte liegt zwischen einem Minimum von 600 gleichzeitigen Flugbewegungen während der Nachtstunden und einem Höhepunkt von ca. 4.500 Flugbewegungen während der Morgen- und Mittagsstunden. Die Gegend, in der die meisten Flugbewegungen registriert werden, ist traditionell der Nordosten der USA. Weiterhin die Knotenpunkte New York, Washington, Chicago, Atlanta und Miami. Um jederzeit die höchste Sicherheit gewährleisten zu können, bedient sich die Bundesflugsicherheitsbehörde eines komplexen und sehr leistungsstarken Überwachungssystems, das auf 21 voneinander unabhängigen Radarstationen beruht, welche ständig miteinander verbunden sind und ununterbrochen in Echtzeit Informationen miteinander austauschen. Darüber hinaus ist dieses zivile Überwachungssystem mit NORAD, dem militärischen Verteidigungssystem, verbunden, welches über ein eigenes unabhängiges Überwachungssystem verfügt. Deshalb ist es zu jeder Zeit und an jedem Ort der USA für ein Flugzeug unmöglich, länger als ein paar Minuten vom Kurs abzuweichen. Sobald so etwas passiert, wird die militärische Luftraumüberwachung NORAD eingeschaltet und Kampfflugzeuge der nächstgelegenen Basis werden alarmiert. Zwischen Alarm und Start der Kampfflugzeuge vergehen durchschnittlich 6 Minuten. Da sie mit Überschall fliegen, können sie die Flugzeuge, die sich nicht mehr bei der Bodenkontrolle melden, innerhalb weniger Minuten erreichen. Geringfügige Kursabweichungen geschehen immer wieder und für diese Fälle sind Standardprozeduren entwickelt worden, welche seit langer Zeit angewendet werden. In den 10 Monaten vor dem 11. September wurden 67 Mal Kampfjets alarmiert. Die Operationen verliefen immer erfolgreich. Lassen Sie uns feststellen, was an jenem Morgen am Himmel der USA geschah. Um 8 Uhr morgens verlässt American Airlines Flug Nummer 11 Boston in Richtung Los Angeles. Das Flugzeug wird ins World Trade Center 1 stürzen. Um 8.14 Uhr verlässt United Airlines Flug 175 denselben Flughafen, ebenfalls in Richtung Los Angeles. Das Flugzeug wird ins World Trade Center 2 stürzen. Um 8.21 Uhr verlässt American Airlines Flug 77 den Dallas Flughafen in der Nähe von Washington mit Richtung Los Angeles. Das Flugzeug stürzt ins Pentagon, nur ein paar Meilen von dort, wo es gestartet ist.
Um 8.41 Uhr startet United Flug 93 von Newark, New Jersey in Richtung San Francisco. Flug 93 wird in einer ländlichen Gegend bei Shanksville in Pennsylvania abstürzen. Währenddessen hat das erste Flugzeug den Transponder abgeschaltet, was für die Flugüberwachung auf eine Entführung hindeutet und ändert plötzlich seinen Kurs nach links. Kurz nachdem das zweite Flugzeug ebenfalls den Transponder abgestellt hat, weicht dieses nach links ab und befindet sich auf einem parallelen Kurs mit dem ersten entführten Flugzeug in Richtung New York. Aber während das erste Flugzeug geradewegs in Richtung der Twin Towers weiterfliegt, weicht das zweite aus und fliegt weitere 50 Meilen in Richtung Süden. Nachdem das erste Flugzeug den ersten Turm getroffen hat, macht die zweite Maschine eine Kehrtwende und fliegt weiter in Richtung Manhattan. 15 Minuten später schlägt dieses Flugzeug in den zweiten Turm ein, nachdem inzwischen bereits alle Kameras auf den ersten brennenden Turm gerichtet sind. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt stellt das dritte Flugzeug den Transponder ab, nachdem es bereits West Virginia erreicht hat, und dann macht es eine Kehrtwende. Es fliegt ungefähr 40 Minuten unentdeckt weiter, bevor es um 9.39 Uhr in das Pentagon einschlägt. Zu diesem Zeitpunkt stellt das vierte Flugzeug, das sich an der Grenze zu Ohio befindet, den Transponder ab und macht ebenfalls eine Kehrtwende. Es fliegt fast eine halbe Stunde unbehelligt weiter, bevor es in einem Feld bei Shanksville abstürzt. Seit der ersten Entführung sind jetzt fast zwei Stunden vergangen. Diese Karte zeigt die Militärstützpunkte in der Gegend, wo die Entführungen stattfanden. Trotz allem ist es keinem der Kampfflugzeuge gelungen, sich auch nur einem einzigen der entführten Flugzeuge zu nähern. Während NORAD den Vorkommnissen in Echtzeit folgen konnte, waren auf mehreren Stützpunkten Kampfjets klargemacht worden, die jedoch vergeblich auf einen Einsatzbefehl warteten. Eine unglaubliche Serie von Fehlern, schlechter Kommunikation und Befehlen, die zurückgezogen wurden, machte einen zunehmenden Zeitverlust aus, der es schließlich für die Kampfflugzeuge unmöglich machte, das auszuführen, was normalerweise eine alltägliche Aufgabe war. Dies ist die offizielle Chronologie der Kommunikation zwischen den zivilen und militärischen Luftfahrtbehörden, welche sich immer wieder gegenseitig für das Versagen des Verteidigungssystems verantwortlich gemacht haben. Zwischen 8.20 Uhr und 8.27 Uhr wurde das erste Flugzeug als eine entführte Maschine eingestuft. Dennoch verging fast eine halbe Stunde, bevor die Kampfjets der nahegelegenen Otis Luftwaffenbasis eingesetzt wurden. Dies gab American Airlines Flug Nummer 11 genug Zeit, Manhattan zu erreichen und den ersten Turm zu treffen. In diesem Augenblick erschien die zweite entführte Maschine auf den Radarschirmen in Newark, dem Flughafen gegenüber der Zwillingstürme. Aber aus einem unerklärlichen Grund flogen die Kampfjets aus Otis nur mit niedriger Geschwindigkeit weiter. Dies ermöglichte es United Flug Nummer 175 Manhattan zu erreichen und den zweiten Turm zu treffen. Zu diesem Zeitpunkt wurde den zwei Kampfjets befohlen, über Long Island Warteschleifen zu fliegen. Obwohl das dritte Flugzeug inzwischen alle Kommunikation mit der Bodenkontrolle abgebrochen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hätte es jedem klar sein müssen, dass dies ein Teil ein und derselben Operation war. Tatsächlich entschieden sich die Besatzungen von zwei Kampfjets aus Langley in der Nähe von Washington aufzusteigen, obwohl kein offizieller Einsatzbefehl ergangen war. Aber während sie sich vorbereiteten, das Flugzeug, das in Richtung Pentagon flog, abzufangen, wurden sie zu einem nicht existierenden Ziel in der Nähe von Baltimore abkommandiert, und zwar durch einen Telefonanruf des Geheimdienstes im Weißen Haus. Es hat den Anschein, als ob der Befehl direkt von Vizepräsident Dick Cheney kam, der seit dem frühen Morgen wegen der Abwesenheit von Präsident Bush die Befehlsgewalt innehatte. Nicht nur, dass diese unglaubliche Serie von Fehlern niemals von irgendjemand erklärt wurde, nein, darüber hinaus wurden die Verantwortlichen in den höchsten Positionen nicht etwa degradiert, suspendiert oder in irgendeiner Weise bestraft, sie wurden erstaunlicherweise sogar noch befördert. Die demokratische Kongressabgeordnete Cynthia McKinney hat die Regierung mehrfach zur Aufklärung der Umstände aufgefordert, aber niemals eine Antwort erhalten. Washington D.C. seems to be the only place where you can make repeated mistakes at the job, on the job, at the workplace, and get a promotion. My question to the panelists is, what does the fact that we have seen promotions instead of punishment for failure, what, if anything, does that tell us about the policy that these people who were promoted were carrying out?
Ein weiterer Aspekt, welcher die Strategien der Terroristen schwer verständlich macht, ist die Tatsache, wie sich die letzten beiden Flugzeuge den Luxus erlauben konnten, 500 bis 600 Kilometer von ihren Zielen wegzufliegen, bevor sie eine Kehrtwende machten. Und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt klar sein musste, dass die gesamte Flugüberwachung nach ihnen Ausschau hielt. Das ist so, als ob man von Rom aus startet, um sich mit dem Flugzeug in das römische Kolosseum zu stürzen. Zunächst fliegt man bis nach Mailand, bevor man umdreht, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon jeder italienische Kampfjet nach einem sucht. Es war eine absolut selbstmörderische Strategie, die nur dann funktionieren konnte, wenn das ganze Verteidigungssystem versagen würde. Genauso wie es geschah. Nach ihrem Verhalten zu urteilen, schien es den Flugzeugentführern im Voraus klar zu sein, dass man ihnen erlauben würde, sich über 2 Stunden unbehelligt im weltweit verkehrsreichsten und am besten bewachten und geschützten Luftraum frei zu bewegen. Die Tatsache zu rechtfertigen, dass man nicht in der Lage war, das dritte Flugzeug abzufangen, hat das Weiße Haus immer darauf bestanden, man habe in dem Augenblick seine Spur verloren, als es eine Kehrtwende machte. Diesem wird jedoch widersprochen, und zwar in der unter Eid gemachten Aussage des ehemaligen Transportministers Norman Mineta vor dem Untersuchungsausschuss zum 11. September im Jahre 2004. During the time then, the airplane coming in to the Pentagon, there was a young man who would come in and say to the vice president, the plane is 50 miles out, the plane is 30 miles out. And when it got down to the plane is 10 miles out, the young man also said to the vice president, do the orders still stand? And the vice president turned and whipped his neck around and said, of course the orders still stand. Have you heard anything to the contrary? The flight you're referring to is the flight that came into the Pentagon. Yeah. Warum logen Sie, als Sie sagten, Sie hätten die Spur des Flugzeuges verloren? Und wie lautete der Befehl, der so lange galt, bis das Flugzeug ins Pentagon eingeschlagen war? Eine weitere Frage steht im Raum, welche es einem noch schwerer macht, der offiziellen Geschichte Glauben zu schenken. Wie kann jemand glauben, in der Lage zu sein, das Pentagon zu finden, ausgehend von einem Punkt in West Virginia, ohne die Hilfe der Bodenflugleitung inmitten eines außerordentlich komplexen Netzes von Luftkorridoren, welches wir anfangs gesehen haben? Das wäre eine außerordentliche Leistung für einen überaus begabten Piloten an seinem absoluten Glückstag. An Hani Hanjours Flugschule wurden Witze über ihn gemacht, wie von seinem Fluglehrer in einem New York Times Interview bestätigt wurde. Er hatte niemals einen Alleinflug absolviert, war niemals in größerer Höhe geflogen und hatte mit Sicherheit niemals im Cockpit einer Boeing 757 gesessen. Aber Hanjours Wunder sind noch nicht vorbei. Nachdem er in Sichtweite des Pentagon war, führte er ein spektakuläres Abstiegsmanöver aus, bei dem er gleichzeitig eine 330-Grad-Kurve flog. Es war ein Manöver ähnlich diesem hier, außer dass es nach unten gerichtet war. Es brachte das Flugzeug über die Grenze dessen, was das eigene Sicherheitssystem erlaubte. Fluglotsen, welche seinen Anflug auf den Radarschirm sahen, werden folgendermaßen zitiert. Die Geschwindigkeit, die Art, wie das Flugzeug manövriert wurde, wie es in die Kurve ging, alles schien darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Kampfjet handelte. Und das bringt uns zur größten aller Fragen des 11. September. Was traf das Pentagon tatsächlich? Es gibt hunderte von Überwachungskameras im Umkreis des Pentagon, die jeden Quadratzentimeter der Gegend 24 Stunden am Tag erfassen. Es ist einfach der am besten bewachteste Platz in der Welt. Der Platz vor dem Pentagon wird ebenfalls von den Überwachungskameras an der Autobahn erfasst. Was auch immer in das Pentagon eingeschlagen ist, muss von einem Kamerabild erfasst worden sein. Auch am Sheraton Hotel ganz in der Nähe sind Kameras angebracht, die aufs Pentagon gerichtet sind. Aber alle diese Videobänder wurden sofort vom FBI konfisziert und niemand konnte die Bänder bisher sehen. Warum bekommen wir immer wieder die Bilder mit den Einschlägen in die Zwillingstürme des World Trade Center zu sehen? Während wir beim Pentagon immer nur ein Video gezeigt bekommen, auf dem es unmöglich ist, ein Flugzeug zu sehen.
Das Einzige, was alle Augenzeugen übereinstimmend berichten, ist, dass das Flugzeug ein American Airlines Logo hatte und dass es sehr schnell und tief flog. There was no doubt about it. It was American Airlines slammed right into the building, and there was no doubt about it. Whoever was piloting that plane was aiming for the Pentagon. Aber wenn es dazu kommt, welcher Flugzeugtyp es gewesen ist, dann haben wir Leute, die sagen, sie hätten eine große Boeing 757 gesehen, und wiederum andere, die behaupten, ein kleines Flugzeug gesehen zu haben. Ein Kleinflugzeug mit 10 bis 12 Sitzen, das fast wie ein Militärjet aussah. Die letzteren Aussagen scheinen den Eindruck der Fluglotsen zu bestätigen, die von einem spektakulären Anflug eines Piloten auf ihren Radarschirmen berichten. Sobald das Flugzeug den Kurs auf das Pentagon eingeschlagen hatte, befand es sich über einem Autobahnkreuz, 250 Meter vom Gebäude entfernt. Anstatt direkt auf das Zentrum des Pentagon zu zielen, zog der Pilot in diesem Augenblick die Maschine extrem herunter und flog die letzten 250 Meter mit Höchstgeschwindigkeit knapp über dem Erdboden und riss dabei einige Lichtmasten aus dem Boden. Dieses Flugmanöver macht keinen Sinn und professionelle Piloten halten es für undurchführbar. Piloten weitaus professioneller als Hani Hanjour, der noch nie ein modernes Passagierflugzeug geflogen hatte. Questo aereo arriva alla velocità di 530 miglia all'ora. Sì. Come si fa a pilotare un aereo a 530 miglia all'ora a raso terra? È possibile? Come diceva il collega, è estremamente difficile, è complesso, anche perché un piccolissimo intervento sul piano verticale fa salire o scendere l'aeroplano, per cui anche un pilota abbastanza allenato avrebbe delle grosse difficoltà. Se lei dovesse simulare metri. Il volo di uno che vuole colpire il Pentagono, esatto, se la rossa essere quale sarebbe? Sicuro, lo colpirei sicuramente da questa parte qui. Cioè, per essere sicuro arriverebbe dall'alto così? Arrivando qui perché o si colpiscono questi edifici, diciamo i primi che vengono, oppure si colpiscono gli edifici che sono subito dopo e quindi si crea comunque un elevato danno. Se lei dovesse pilotare un aereo, passo l'aereo a lei, raso terra, come invece è arrivato questo aereo a 800 e passa chilometri all'ora, di fronte a quali difficoltà si troverebbe? Qui c'è una strada, glielo ricordo. La prima difficoltà sarebbe quella di volare attaccato a terra. Lo so per esperienza diretta, avendo fatto volo militare a bassa quota, quindi si deve vincere la reazione istintiva di alzarsi, primo. Secondo, perché il terreno corre via. Certo, corre a una velocità incredibile, quindi proprio la reazione è quella di alzarsi. Secondo, ci sono tutta una serie di turbulenze che fanno sì che sia molto difficile stare veramente appiccicati per terra. Credo che chi ha fatto questa attività possa capire cosa vuol dire stare a 10 metri da terra, 5 metri da terra con un aeroplano che pesa 110-120 tonnellate lanciato a 900 km all'ora. Basta toccare la cross e schizza via, ma schizza facendo variazioni di 100 metri, non di 10 metri. 100 metri, quindi esatto. Finirebbe addirittura fuori. Back for the last half hour with Neela Sagadevan. He's an aeronautical engineer, a pilot, and he specializes in aerodynamics. Neela, you left off at a really important point, and that was this cushion of air that doesn't allow a jet to land when they're traveling at 20 feet at 400 knots. It's called ground effect, and it's most pronounced in aircraft with what's called a low wing loading. A low wing loading means a large airplane with a big wing. Highly wing-loaded planes, for instance, fighter aircraft, and these, of course, can approach the ground at very, very high speeds because they're designed to do that. But in something like a Boeing 757, you can't do... I challenge any pilot anywhere. Give him a Boeing 757, tell him to do 400 knots 20 feet above the ground for half a mile. Can't do. It's aerodynamically impossible. You know, I got to say something about Hani Hanjour. I've spoken with two of his flight instructors. This guy could not solo a Cessna 150. It's a little single-engine two-seat trainer. And what I mean by solo, it's a pilot's first time out without anyone else in the cockpit with him. It's the most simple, most fundamental flying exercise one can engage. You're seated inside the aircraft, you hit the power, you take off, make a couple of 90-degree turns, maximum altitude of around 900 to 1,000 feet, come back and land. You're saying
This alleged hijacker, Hani Anjur, could not solo 150. He could not solo. In fact, one of his flight instructors, and I quote him, he said, the man could not fly at all. Nach Aussagen eines Augenzeugen blieb das Flugzeug stattdessen auf seinem direkten Kurs und flog direkt in sein Ziel. Vor dem Einschlag traf der rechte Flügel einen großen Stromgenerator-LKW, der vor dem Gebäude geparkt war. Der linke Flügel ging über ein paar große Kabeltrommeln hinweg, ohne diese zu berühren. Der Stromaggregat-LKW fing Feuer und brannte lange Zeit. Dieses Bild ist praktisch aus derselben Richtung aufgenommen, aus der das Flugzeug kam. Auf der rechten Seite ist der LKW, der getroffen wurde. Auf der linken Seite sind die elektrischen Kabeltrommeln zu sehen, die nicht vom Flugzeug berührt wurden. Genau geradeaus vor uns ist die Einschlagsstelle. Dies ist ein Bild vom getroffenen Pentagon, an das wir uns alle erinnern. Die beschädigte Stelle ist ca. 20 Meter breit, während die Spannweite einer Boeing 757 fast doppelt so breit ist. Dies macht es schwer, sich vorzustellen, wie das Flugzeug vollkommen unter dem Schutt verschwunden sein soll. Aber das ist genau das, was die ersten Helfer vorfanden, direkt nach dem Einschlag. Die Wand steht noch, das einzige Einschlagsloch, was man sehen kann, ist 3 bis 4 Meter breit. Im Erdgeschossbereich sieht man, dass die Säulen noch stehen und der Schutt ist zum überwiegenden Teil nach außen gefallen. Und viele Fenster haben noch intaktes Glas. Diese Aufnahme von Lieutenant Jason Ingersoll wurde nur Minuten nach dem Einschlag gemacht, eine halbe Stunde bevor das Gebäude zusammenstürzte. Und dieses Bild daraus wurde, an das wir uns alle erinnern. Also verschwand das Flugzeug nicht unter dem Schutt, wie viele glaubten, nachdem dieses Bild rund um die Welt ging. Aber wo ist das Flugzeug dann geblieben? Nach dem Einschlag ist der Rasen unberührt und er zeigt keine Spuren oder Löcher. Es gibt auch keine großen Trümmerteile, keine einzige Flugzeugturbine, keinen Sitz, keine Teile der Flugzeugkabine, keinen Koffer, keine Teile des Leitwerks. Es gibt absolut nichts von dem, was wir normalerweise sehen, wenn ein Flugzeug dieser Größe abstürzt. Strana la cosa da dire perché il Pentagono è molto grande, quindi il fatto di arrivare su un punto preciso e non avere nessun segno sul terreno prima dell'impatto è veramente una cosa fortunosa, nel senso che l'unico modo per impattare sul Pentagono e non avere tracce sul terreno significa arrivare a questa distanza e poi per un qualunque motivo cominciare a cabrare. Aber das ist vollkommen unmöglich, weil das Pentagon ca. 10 Meter tiefer liegt als das Autobahnkreuz davor. Dieser Film aus den 60er Jahren wurde genau vor dem Teil des Pentagon gedreht, der am 11. September getroffen wurde. Hinter den Leuten kann man sehen, wie der Rasen nach oben hin ansteigt. Das bedeutet, dass das Flugzeug in einem Winkel hereinkommen musste und einen großen Krater hätte machen müssen, der aber nirgends zu sehen ist. Wie kann eine so große Boeing über den LKW mit dem Stromaggregat und über die Kabeltrommeln hinwegfliegen, ohne ein Loch im Boden zu hinterlassen, nur um dann vollkommen vom Erdboden zu verschwinden? Es gibt keine Spuren von den Flügeln an der Wand, von den Motoren oder vom Leitwerk, das fast so hoch wie das Gebäude selbst ist. Wenn dies wirklich eine 100 Tonnen schwere Boeing 757 mit einer Geschwindigkeit von 800 Stundenkilometern war, wie kann es sein, dass dieser Stuhl immer noch steht oder dieses Buch noch nicht einmal heruntergefallen ist?
From my close-up inspection, there's no evidence of a plane having crashed anywhere near the Pentagon. The only site is the actual site of the building that's crashed in, and as I said, the only pieces left that you can see are small enough that you could pick up in your hand. There are no large tail sections, wing sections, a fuselage, nothing like that anywhere around. Einige Leute sagen, die Wände des Pentagon seien extrem hart. So hart, dass die Maschine sich beim Aufprall regelrecht auflöste. Aber sogar wenn ein Flugzeug gegen einen Berg prallt, der härter als jedes Gebäude der Welt ist, werden große Trümmerteile gefunden. Die Flugzeugturbinen sind zwei Stahlkugeln mit jeweils 4 Tonnen Gewicht. So kompakt gebaut, dass sie noch nicht einmal auseinanderbrechen, wenn sie aus 10.000 Metern Höhe herunterstürzen. Quali sono le parti che non vengono distrutte, che non si squagliano per il calore? Comandante Tedeschi. Pezzi del carrello e il cuore dei due motori, che è molto più compatto della parte esterna dei motori, ovviamente fatto in materiali che devono resistere alla temperatura, 2000-2500 gradi, per cui già anche il materiale stesso della parte delle turbine è un materiale che è adatto a resistere. E quindi la parte centrale dei due motori è sicuramente sopravvissuta all'impatto. Aber wo sind die Flugzeugtriebwerke geblieben, da sie nicht auf dem Rasen zu finden sind und in der Wand des Pentagon nur ein einziges Eintrittsloch ist? Die offizielle Version behauptet, das gesamte Flugzeug sei im Inneren des Gebäudes verschwunden, wie in dieser Animation gezeigt werden soll. In dieser Version wird allerdings nicht erwähnt, dass die Triebwerke zu verschwinden scheinen, während die Boeing auf die Größe eines U-Bahn-Zugs zusammenschrumpft. Aber dies sind die tatsächlichen Dimensionen einer 757. Und dies sind die Triebwerke. Dies ist das einzige Eintrittsloch, das in der Seite des Pentagon zu sehen ist. Jedenfalls fällt es sehr schwer zu glauben, dass das gesamte Flugzeug ins Gebäude eingedrungen ist, während die meisten Fenster im Gebäude noch intakte Scheiben haben und die großen Kabeltrommeln auf dem Boden noch nicht einmal umgefallen sind. Wenn sich das Flugzeug stattdessen beim Aufprall aufgelöst hätte, was sollte dieses Austrittsloch verursacht haben, dessen Durchmesser fast so groß ist wie der des Eintrittslochs und sich trotzdem ganz hinten im dritten Ring des Gebäudes befindet? Zwischen dem Eintritts- und dem Austrittsloch befinden sich mehr als 100 Pfeiler aus verstärktem Beton. Was hat die Kraft, dies alles zu zerstören, dennoch intakt zu bleiben und dann noch die Kraft zu haben, diese Art von Schaden anzurichten? One of my experiences in the Army was being in charge of the Army's imagery interpretation for scientific and technical intelligence during the Cold War. I measured pieces of Soviet equipment from photographs. It was my job. I look at the hole in the Pentagon and I look at the size of an airplane that was supposed to have hit the Pentagon, and I said, the plane does not fit in that hole. So what did hit the Pentagon? What hit it? I mean, it was like a cruise missile with wings, went right there and slammed right into the Pentagon. Huge explosion, a great ball of fire, and smoke started billowing out. Die Boeing am Pentagon ist nicht die einzige, die an jenem Tag verschwand. Diese Frau hält das einzige Foto, das Minuten nach dem Absturz von Flug 93 in Pennsylvania aufgenommen wurde.
Und dieses war das Originalflugzeug. Anfangs gab es Gerüchte, dass ein Flugzeug abgeschossen worden sei. Und viele Zeugenaussagen über Trümmerteile und menschliche Überreste in einem Radius von mehreren Kilometern scheinen dies zu bestätigen. Aber die offizielle Version stellt fest, dass das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht wurde während einer heroischen Aktion der Passagiere. In diesem Fall hätte diese große Menge an Metall den Boden in einem Stück erreichen müssen, um dann in diesem ziemlich kleinen Loch zu verschwinden. Nichts ist übrig geblieben, kein Leitwerk, kein Teil der Flügel, kein Landefahrwerk, gar nichts. Allerdings werden selbst bei den schlimmsten Unglücksfällen dieser Art zumindest immer die Flugzeugmotoren und Leitwerke gefunden. Hier gibt es aber auch rein gar nichts, was auf eine Boeing 757 hinweisen würde. Es gibt nur sehr kleine Trümmerteile, höchstens 30 cm lang, die eigentlich von allem Möglichen stammen könnten. Ernie Stuhl, der Bürgermeister von Shanksville, war unter den ersten, die am Unglücksort eintrafen. No airplane. Nothing. It was just little pieces. There was nothing to actually, like a door or a window or anything. You couldn't really. It was just little pieces of shrapnel everywhere. There is a large crater in the ground, but that's really all you see is a large crater in the ground and just tiny, tiny bits of debris. Investigators out there, and there are hundreds of them, as I said tonight, have found nothing larger than a phone book. Dennis Rodney ist der Herausgeber der Zeitung Pittsburgh Gazette. Airplane debris? Nothing I could identify. Leider gibt es nur sehr wenige Fotos und sie sehen sich alle sehr ähnlich. Die Reporter, die eintrafen, stellten fest, dass das ganze Gebiet bereits vom FBI abgeriegelt worden war und es wurde ihnen keine Erlaubnis erteilt, näher an den Krater heranzugehen. Quickly to Chris Kanicki. He's a photographer with the Pittsburgh affiliate, a Fox affiliate. He was back there just a couple of minutes ago, and Chris, I've seen the pictures. It looks like there's nothing there except for a hole in the ground. Basically, that's right. From where we could see, there wasn't much left. Any large pieces of debris at all? No, there was nothing, nothing that you could distinguish that a plane had crashed there. Smoke, fire? Nothing. It was absolutely quiet. It was actually very quiet. How big would you say that hole was? From my estimates, I would guess it was probably about 20 to 15 feet long and probably about 10 feet long or 10 feet wide. From a distance, there are no signs of wreckage, just a gaping hole in the earth. But up close, in the woods behind the crater, are small monuments to a very large, horrific event. What's that right there? Right there. Over in here. A 4-inch-long piece of honeycomb insulation, a foot-long chunk of aluminum with a Phillips head screw attached, a page torn from a magazine. The bits of wreckage are everywhere. You know, at first I wasn't even sure that this was, that these were pieces of the plane. They're so small, and it's indistinguishable. You can't tell whether it's a piece of the fuselage or a piece of the seats. You don't know what it is. But we are literally surrounded right now by debris, and there's a very strong odor of the scorched earth. The only way I can describe it, it doesn't smell like jet fuel. It smells like, Kendall, how do you describe it? It's burned earth. Burned earth. Smelled like burned earth. And we started smelling it as we got close to debris. Sie sagten, es roch nach verbrannter Erde und nicht nach Kerosin. Lassen Sie uns noch einmal einen Blick auf das Foto nach dem Einschlag werfen.
Die Pilzform ist tatsächlich typisch für eine Bombenexplosion. Diese Bilder wurden in Afghanistan aufgenommen, unmittelbar nach der Bombardierung durch die USA. Wenn aber ein Flugzeug abstürzt, bildet sich eine lange schwarze Rauchfahne, die zum Himmel steigt und längere Zeit brennt. Es könnte sein, dass es eine Art unterirdischer Explosion gab, die so wirken sollte, als ob ein Flugzeug abgestürzt sei, während das Fehlen von großen Trümmerteilen darauf hindeutet, als ob ein Flugzeug abgeschossen worden sei. Weitere Zeugenaussagen unterstützen diese These. We saw the plane basically in an inverted position, going in at a steep angle, and knew it was going to hit, and next thing was over the horizon, it was a big, huge fireball. But well, I'd say at least 400 or 500 feet in the air. Gathered all the information I could, and quickly learned that there were a lot of things about the crash of Flight 93 that didn't really add up right away. The fact that debris fell on this lake a couple miles away at the same time that the plane was crashing, the fact that some lighter pieces of debris from the, that definitely came from the plane, like mail that was in the cargo section, blew as far as 8 or 9 miles away. Einige Augenzeugen sahen unmittelbar nach dem Unglück ein kleines Flugzeug von der Absturzstelle wegfliegen. When I got up here almost to the stop sign, this small white plane at the time, that's what I thought it was, went over top of me. It was so smooth and it just glided right over me just like that. We got to watching it on TV and they kept saying that it was a large plane, like a 757. And I was like, no, what I saw was no jet. You know, that would have blown me off the road if it went over me, you know, that close. Standing there watching on TV and the lights flickered in the building. About that time we heard the engines roar. And we took off out of the building as we were coming out from the office out through the building. The ground shook and we heard, big boom. Looked over and saw the big ball of fire up in the air. We got there, like I said, probably within 45 seconds or a minute of impact, we were there. We were there before any firemen, any paramedics, or anybody. We were on site. When we got there, there was a plane flying up above. And he was smart. He flew straight for the sun. So you couldn't look at it and see exactly what type of plane or if it was a fighter or what it was. But, you know, we caught a glimpse of it, and as he was swinging, he was basically traveling in the same direction as the plane. So, like I said, about 11:30 that night, the FBI came, wanted to talk to me. They kept asking me how big the plane was. I said the plane, you know, it was small, wasn't much bigger than my van that I saw, and that it went over top of me. And he says, you don't know what a 757 looks like. And I said, you know, don't be condescending to me. You know, if you don't want to believe me, that's fine. But what I saw, I thought I should report. And you ought to know there was something else in the air at the same time this was going on. And then that's when he did seem to get a little nicer. Told me that it was a white Learjet. Someone was taking pictures. I said, before the crash? And he says, well, we got to go. So I was sitting there talking to another guy, and I was telling about, you know, he said, did you see the plane crash and whatever, was you there or anything? And I told him the whole story. And I was explaining to him about whenever we were standing in the office and the lights flickered and everything. And there was another gentleman sitting in the row in front of me that was retired from the Air Force. And as soon as he heard me say that, he immediately stopped me and he said, tell me this. And I told him, and he says, well, I'm retired from the Air Force. He said, that plane was shot down. And I said, why? And he said, because whenever the lights flickered, they zapped the radar frequency on everything before they shoot. And he said, that's why your lights flickered. Your lights didn't flicker from the impact. Your lights flickered because they zapped the radar system before they shot it. The United 93, Cleveland, do you still hear the center? United 93, do you still hear Cleveland? United 93, United 903, do you hear Cleveland?
American 1060, do you see anybody northwest of you? Can you see back that far there? We're looking now, sir. Yeah, we do have a smoke puff now at about, probably 2 o'clock. It appears to be just a dark cloud, like a puff of black smoke. An diesem Punkt ist es nicht nur wichtig festzustellen, dass das Flugzeug tatsächlich abgeschossen wurde. Falls ein Loch vorbereitet wurde, um einen Absturz an dieser Stelle zu simulieren, dann bedeutet das nämlich auch, dass über das Schicksal von United Airlines 93 lange im Voraus entschieden wurde. Aber von wem? Der World Trade Center Plaza bestand aus 7 Geschäftshochhäusern und befand sich an der Südspitze von Manhattan. Außer den Zwillingstürmen 1 und 2 gab es noch die Gebäude World Trade Center 3, 4, 5, 6 und 7. World Trade Center 7 war das einzige Gebäude außerhalb des World Trade Center Plaza und wurde erst im August 2001 Teil des Komplexes, als es seinem Besitzer Larry Silverstein gelang, sich den Traum seines Lebens zu erfüllen, indem er die beiden berühmtesten Wolkenkratzer der Welt von der Stadt New York erwarb. Aber nur einen Monat später sollte der gesamte Komplex durch die Terroranschläge zerstört werden. Während keines der umliegenden Gebäude grundsätzlichen Schaden erlitt, brach World Trade Center 7 einige Stunden später ebenfalls unerklärlicherweise zusammen. Niemand findet es einfach, die Idee zu akzeptieren, dass die Zwillingstürme nicht von selbst eingestürzt sind und dass sie stattdessen vorsätzlich zum Einsturz gebracht wurden, im vollen Bewusstsein dessen, wie viele Menschen zu diesem Zeitpunkt in den Gebäuden waren. Aber in den letzten 5 Jahren hat es viele neue Erkenntnisse gegeben, die in diese Richtung weisen, während es zunehmend schwieriger wird, den Einsturz als eine reine Konsequenz der Flugzeugeinschläge und der nachfolgenden Brände zu erklären. Das erste Element, welches die offizielle Version fraglich erscheinen lässt, ist die einfache Tatsache, dass die Türme ausdrücklich so gebaut wurden, um dem Einschlag eines großen Flugzeuges und den daraus entstehenden Bränden standhalten zu können. Die Berechnungen wurden anhand der Boeing 707 gemacht, des größten Flugzeuges, das es zum damaligen Zeitpunkt gab. Gewicht, Abmessungen und Treibstoffnutzlast sind der Boeing 767, welche die Türme am 11. September traf, sehr ähnlich. Leslie Robertson war verantwortlich für die Berechnung der strukturellen Belastung der Türme. The airplane we were envisioning was the largest airplane of its time. We designed the buildings to take the impact of the Boeing 707 hitting the building at any location. Das revolutionäre Design war gekennzeichnet durch die Verwendung von 47 Zentralpfeilern, so lang und stabil, dass eine Spezialfabrik in Japan dafür gebaut werden musste, um sie anzufertigen. Diese zentrale Struktur war umrahmt von einem gigantischen Netz aus Stahl, hergestellt aus vorgefertigten Bauelementen, die direkt vor Ort zusammengesetzt wurden. Paul Goldberger ist ein Experte für Architektur bei der Zeitschrift New Yorker. The World Trade Center was different. It was what engineers call a tube structure. It was a very, very strong mesh of steel that surrounded the exterior. Die Decken wurden aus einfachen, vorgefertigten Elementen gebaut, zwischen dem äußeren Netzwerk und dem inneren Kern, in dem sich alle Aufzüge, die Treppenhäuser und die Haustechnik befanden. Dieses außerordentlich starke und elastische Netz sollte, falls der Turm auf irgendeiner Höhe seiner Struktur von einem Flugzeug getroffen worden wäre, innerhalb weniger Sekunden in der Lage sein, das gesamte Gewicht des Gebäudes über die Oberfläche umzuverteilen.
Dies wird von Frank DeMartini, dem Projektmanager für die Konstruktion der Türme, in diesem Interview vom Januar 2001 bestätigt. The building was designed to have a fully loaded 707 crash into it. That was the largest plane at the time. I believe that the building probably could sustain multiple impacts of jetliners because this structure is like the mosquito netting on your screen door, this intense grid, and the jet plane is just a pencil puncturing that screen netting. It really does nothing to the screen netting. Tatsächlich schwanken und quietschen die Türme für einige Minuten, nachdem sie am 11.09. getroffen wurden. Dies hörte auf, nachdem sich das Gewicht auf die verbleibende Struktur umverteilt hatte, genau wie es vorgesehen war. Aber nachdem die Brände für einige Zeit schwächer geworden waren, brachen die Türme unerklärlicherweise einer nach dem anderen zusammen und wurden zu einer Wolke von sehr feinem Staub, welche schließlich die gesamte Spitze von Manhattan wie Winterschnee überzog. Die offizielle Version besagt, dass die Hitze der Brände die Strukturen geschwächt habe, bis sie schließlich zusammenbrachen. Stahl schmilzt jedoch erst bei 1500 Grad Celsius und um weich zu werden, muss er über mehrere Stunden Temperaturen von mindestens 800 Grad Celsius ausgesetzt sein. In Madrid war ein Wolkenkratzer zwei Tage lang in Flammen gehüllt und viel höheren Temperaturen ausgesetzt als denen in den Zwillingstürmen, ohne dass der Stahl irgendwelche Anzeichen von Schwächung erkennen ließ. Wenn Kerosin wirklich ausreichen würde, um Stahl zu schmelzen, warum bräuchte man dann überhaupt Sauerstoffbrenner, um Stahl zu schweißen? Jonathan Bennett ist ein Ingenieur spezialisiert auf Feuerschutz für Gebäude. In a fire. In fact, the fires, normal fires are not hot enough to melt steel. Even if you were, for example, to use an unusual fuel like kerosene, you cannot achieve temperatures hot enough to melt steel. In over 20 years, I have not seen a protected steel structure that has collapsed in a fire. See the plumes coming off the side. That doesn't take a lot of explosion. Dies wird bestätigt durch Professor Stephen Jones, einer der vielen Akademiker aus den USA, die ganz offen der offiziellen Version des Einstürzes der Gebäude widersprechen. The other examples, if fires brought these buildings down, there were no examples. The probability that one of these buildings would come down due to fire, I mean, just looking at other buildings that have had fires and haven't collapsed, you know, of which there are hundreds of examples. So your probability is already one in perhaps 400 or 500. Three buildings on the same day, I mean, just that one statistic, well, it's 400 times 400 times 400. You know, it's just a very small number already, the probability. And then for it to come down symmetrically, yeah? I mean, again, the probability for that is more likely it will tip over, see? So that's the more likely. So what's the probability that somehow all three buildings come straight down? This is Eric Lipton for the New York Times. Fuji Bank had offices on the 78th to the 82nd floor of the South Tower. Many of the executives there had watched the North Tower be hit by an airplane and had left, but then upon reaching the exit, been told by a security guard that it was safe and they could return. Stanley Primanath was one of those, and he was at his desk looking out towards the Statue of Liberty on the telephone with a colleague from Chicago. When he saw something coming at him, it was a United Airlines plane. He could see the gray body of the plane. He could read the lettering on the plane. And as it approached, he realized that it wasn't just a low-flying plane, but it was actually another hijacked plane, and it was headed right at him. He screamed, got under his desk, and just as he arrived there, the plane entered the building, the nose hitting the 81st floor where he was, only several hundred feet away. His floor was destroyed, and many people who were on it were killed instantly, but somehow Stanley had survived. Screaming at the top of his lungs, "Help, help, I'm trapped, don't leave me here."
someone who was passing down the emergency stairwell nearby, named Brian Clark from Eurobrokers, who worked on the 84th floor, heard him. And Brian separated from his group with a flashlight, and the two start to make way towards each other until finally they reach a point where they're separated by a partially destroyed wall. Brian and Stanley were able to meet, and the two of them continued down the stairwell and were some of the only employees from those two companies to survive. Das Treppenhaus A hatte den Einschlag intakt überstanden und viele Leute in den Stockwerken darüber waren in der Lage herunterzukommen nach Clark und Primnet. Wenn Leute jedoch in der Lage waren, durch diese Passage herunterzukommen, welche in der Nähe des Zentrums des Gebäudes liegt, dann bedeutet dies, dass die Temperaturen niemals die 800 Grad Celsius erreichten, die notwendig waren, um die massiven Stahlpfeiler der Türme zu erweichen. Das wurde durch diese professionelle Thermografik der brennenden Zwillingstürme bestätigt. Nach dem Einschlag um 9.02 Uhr explodierte die größte Menge des Treibstoffs außerhalb des Gebäudes und bildete den Feuerball, an den wir uns alle erinnern können. Dieses Foto wurde um 9.18 Uhr aufgenommen, 15 Minuten nach dem Einschlag, und man kann sehr einfach sehen, dass kein Bereich des Turms eine Temperatur aufzeigt, die über 100 Grad Celsius beträgt. Wir sind weit von den Temperaturen entfernt, die notwendig sind, um den Stahl, der die Türme trägt, auch nur ansatzweise zu erweichen. As far as 9/11 is concerned, what is most important for you to understand is the concept of a law of nature. A law of nature cannot be violated, a law of nature cannot be changed, a law of nature requires no enforcement. It turns out that steel has a melting point of 3,000 degrees Fahrenheit. The steel used in these buildings was certified by Underwriters Laboratory to 2,000 degrees Fahrenheit for up to 6 hours. 6 hours. The highest temperature at which kerosene can, based jet fuel can burn under optimal conditions is around 1,700 degrees Fahrenheit. Underwriters Laboratory actually estimated that because of the insulation and so forth in the building, that it was far more likely that the steel itself was never heated much above around 500 degrees Fahrenheit, which of course is obviously far too low to accommodate the melting of the steel. Beide Feuer verloren tatsächlich sehr bald an Kraft, was sie aus dem Rauch schließen lässt, der lange vor dem Einsturz der Türme schwarz wird. Die meisten der Opfer starben tatsächlich durch Rauchvergiftung oder aufgrund von Verletzungen, während alle diejenigen, die oberhalb der Feuer überlebt hatten, bei dem Einsturz ums Leben kamen, während sie auf Rettung warteten. Have a good day. Hi, what's your name again, please? Oh, God, I'm on the 83rd floor. What? I'm on the 83rd floor. Are they going to be able to get somebody up here? Of course, ma'am. We're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. What's the telephone number?
Ein weiterer unerklärlicher Umstand ist die vollkommene Pulverisierung aller drei Türme. Bei normalen Gebäudeeinstürzen bricht Beton in mehreren Blöcken auseinander, die getrennt zu erkennen sind. This was the South Tower. This was 104, 106 stories tall. This is what is left. Up there was the North Tower. And you look. And you see, and there's no concrete. There's very little concrete. What happened to the concrete? The concrete was pulverized. And I was down here Tuesday, and it was like you were on a foreign planet. All of Lower Manhattan, not just this site, from river to river, there was dust, powder, 2-3 inches thick. The concrete was just pulverized. Die offizielle Version behauptet, dass die Gebäude zusammenbrachen, weil die Geschosse aufeinander stürzten. Die sogenannte Pfannkuchentheorie. Dies würde jedoch nicht erklären, welche Kräfte wirksam waren, um Tonnen von Material über mehr als die doppelte Distanz der Breite der Türme nach außen zu schleudern und sogar nach oben. Welche Art von Energie kann große Teile der Außenhülle des Gebäudes auseinanderreißen, um sie dann in einem Gebäude auf der anderen Straßenseite gewissermaßen einzubetten? David Childs ist ein bekannter Architekt, der an dem Projekt zum Wiederaufbau der Türme mitarbeitet. Well, I was shocked when they fell down, quite frankly. And in fact, these kinds of designs have performed extraordinarily well over history. In fact, until this occurrence, no building had fallen down because of fire. There have been major fires and a couple of floors had fallen down or whatever. But the steel structure is a very efficient and safe structure, particularly this kind of core design. Sogar wenn die Stockwerke gemäß der Pfannkuchentheorie aufeinandergefallen wären, so würde man doch erwarten, dass der Kern der Struktur irgendwie stehen bleiben würde, nachdem der Rest des Gebäudes zusammengebrochen wäre. Aber dies geschah nicht, weil beide Türme zu Staub wurden, zusammen mit der gesamten inneren Struktur. You have two 110-story office buildings. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. The building collapsed to dust. Ein weiterer unerklärlicher Umstand ist die beeindruckende Geschwindigkeit des Zusammenbruchs der drei Gebäude. Ungefähr 10 Sekunden für jeden Turm, über 100 Stockwerke, 400 Meter hoch. Und nur 6 Sekunden beim World Trade Center Nummer 7, welches 40 Etagen hatte und 150 Meter hoch war. Alle drei Türme brachen praktisch in der gleichen Zeitspanne zusammen, die eine Billardkugel benötigt, um den Boden zu erreichen, wenn man sie zeitgleich mit dem Beginn des Einsturzes von der Spitze des Gebäudes fallen lässt. Dieses widerspricht einem der wichtigsten physikalischen Gesetze. Danach sollten die Stockwerke, die aufeinander stürzen, nämlich eine zunehmende zeitliche Verzögerung bilden, im Vergleich zur Billardkugel, die sich im Zustand des freien Falls befindet. I mentioned Galileo's law of free fall. If you had dropped, say, a billiard ball from the top of the World Trade Center, 110 floors up there, it would have taken 8 to 10 seconds to hit the ground, encountering no resistance whatsoever. There is no scenario for a pancake effect of buildings falling that allows them to fall at the rate of free fall. If you were just to surmise, hypothetically as an approximation, that they would take a second for each floor to collapse, and if you were talking about the whole 110 floors, that would represent 110 seconds, or 100 seconds too many. If you assume that, well, yeah, but the one hit on the 96th floor, so we're only talking about collapse from the 96th floor, that would still be 96 seconds. If you're assuming a second per
collapse per floor. Now, an engineer in California suggested that a second is too high, that it may have only taken a half a second in order for the mass, the weight of the upper floors to overcome the resistance of the lower floors, and suggests that a half a second. Well, if you take a half a second into 96 floors, then you get 48 seconds it should have taken for the building to fall. Yet they only fell in 8 to 10 seconds, far too fast. Stephen Jones says, not so fast. They're sticking with this one hypothesis. It's almost they have blinders on. It's got to be fires and damage. Jones is a 20-year physics professor at BYU. Symmetrically, now, it doesn't topple over, as you might expect from what we call the second law of thermodynamics. It comes straight down. This is the goal of prepositioned explosives in a controlled demolition. Bei kontrollierten Sprengungen müssen Sprengladungen mit größter Vorsicht und nach langen Berechnungen an den Gebäuden angebracht werden. Um ein Gebäude zum Einstürzen zu bringen, ohne umliegende Gebäude zu beschädigen, müssen die Sprengladungen an den zentralen Stützpfeilern unmittelbar vor den anderen explodieren. Und um sicherzustellen, dass dies so passiert, müssen die Sprengladungen an der Basis besonders stark sein. Die Hitze, die von diesen Explosionen ausgeht, ist oft so groß, dass sich tatsächlich Tümpel geschmolzenen Metalls an der Basis der Pfeiler bilden, während die Trümmer im Umfeld für eine lange Zeit rauchen. Andererseits ist dies nicht zu erwarten, wenn ein Gebäude aus strukturellen Gründen zusammenbricht. Diese Satellitenthermografik wurde 5 Tage nach dem Zusammenbruch der Türme aufgenommen und zeigt den gesamten World Trade Center Komplex. Die heißesten Punkte sind direkt an der Basis der 3 eingestürzten Türme zu erkennen. Diese Bilder kamen vom Space Shuttle, mehrere Wochen nach den Zusammenbrüchen. Während der Himmel vollkommen klar ist, ist eine lange Rauchfahne zu erkennen, die für viele Wochen ununterbrochen aus den Trümmern der Türme aufstieg. Today is November 1st. And if you think about it, the smoke at this very moment is still rising out of the World Trade Center. Oh, it's unbelievable. And this is 6 weeks later, almost 6 weeks later. And as we get closer to the center of this, it gets hotter and hotter. It's probably 1,500 degrees. We've had some small windows into what we thought was the core at some point, and it looked like an oven. You know, it was just roaring inside. And it's just a bright, bright reddish-orange color. See that stuff he's pulling out? What was that, Chief? We're gonna hold off on the water. See the stuff he's pulling out? Yeah. Red hot. If we hit it too much steam, you won't be able to see what he's doing. Great. Kann dies wirklich das Ergebnis eines normalen Gebäudeeinsturzes sein? David Ray Griffin, ein bekannter Theologe und Schriftsteller aus den USA, ist Autor des Buches Die 9/11-Kommission, Auslassungen und Verzerrungen, welches die offizielle Version der US-Regierung buchstäblich zerreißt. Auf dieser Konferenz in Wisconsin führt Griffin seine Hauptargumente an, warum er nicht daran glaubt, dass die Türme von sich aus eingestürzt sind und warum sie stattdessen mit Hilfe von Sprengladungen zum Einsturz gebracht worden sein müssen. Explosives. For example, the buildings collapsed straight down and at virtually free fall speed, as in controlled demolitions. And then the rubble smoldered for months afterwards. With regard to the Twin Towers in particular, many people in the building said that they saw, they felt, or heard explosions. Virtually all the concrete of these enormous structures was pulverized into very fine dust. Try this. Get a piece of concrete and drop it a little over 1,000 feet and see if it pulverizes into very fine dust. It won't happen. Much of this dust, along with steel and aluminum, was blown out horizontally from the buildings several hundred feet. And pools of molten steel were found beneath the rubble.
These and even more effects point to the existence of very powerful, precisely placed explosives. In any case, when we look at all these features of the collapses, the idea that they could have been caused by the impact of the airplanes plus the resulting fires is ridiculous. This is even clearer with regard to building number 7, which wasn't hit by any airplane, and yet it came down about 5:30 that afternoon. Its collapse remains so impossible to explain, except as controlled demolition, that the 9/11 Commission report did not even mention it, as if the collapse of a 47-story building was not worthy of comment. Der Zusammenbruch von World Trade Center 7, der später am Nachmittag stattfand, bleibt der einzige Fall in der Geschichte, bei dem ein modernes Stahlgebäude aufgrund eines einfachen Feuers eingestürzt ist. Noch erstaunlicher ist die Tatsache, dass auch das Gebäude Nummer 7, genauso wie die Zwillingstürme, innerhalb des eigenen Grundrisses zusammenstürzte und die benachbarten Gebäude kaum berührte. Das beste Team für kontrollierte Sprengungen hätte keine bessere Arbeit leisten können, wäre ihnen die Möglichkeit gegeben worden, die Sprengung Wochen im Voraus vorzubereiten. Aber das größte Hindernis für jemanden, der offiziellen Version Glauben zu schenken, ist die große Anzahl von Zeugenaussagen, von Polizisten, Feuerwehrleuten, Reportern und einfachen Leuten, die an der Basis der Türme eine lange Serie von Explosionen hörten oder spürten, und zwar unmittelbar vor und während des Zusammensturzes. Everybody talks about what the new Trade Center is going to look like, but I'm telling you right now, the old Trade Center was the most beautiful thing in the world. For 7 years, 37-year-old Philip Morelli was a construction worker inside the Trade Center. The Queens native says he loved his job at the Twin Tower. At 8:30, he says he was headed to level B4 in Tower 1, 4 stories below ground. I go downstairs, the foreman tells me to go to remove the containers. As I'm walking by the main freight car of the building in the corridor, That's when I got blown. I mean, the impact of the explosion, of whatever happened, it threw me to the floor, and that's when everything started happening. I was racing, I was going towards a bathroom, all of a sudden, I opened the door, I didn't know it was a bathroom, and all of a sudden, a big impact happened again, and all the ceiling tile was falling down, the light fixtures were falling, swinging out of the ceiling. I mean, I know people that got killed in the basement. I know people that got broken legs in the basement. People that got reconstructive surgery because the walls hit them in the face. There were two or three similar huge explosions, and the building literally shook. You literally shook at the base of this building. Just prior to that huge explosion that we all heard and felt, we heard a very loud blast, an explosion. We looked up, and the building literally began to collapse. And to me, it sounded like an explosion. Then the building, the rolling sound sounded like the building collapsed. At 10:30, I tried to leave the building, but as soon as I got outside, I heard a second explosion and another rumble. Cars on fire. Cars just turned by the force of the explosion. We started walking down the stairs. We made it to the 8th floor. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. Trying to get some of the people out, then there was those secondary explosions and then the subsequent collapses. As we were getting our gear on and making our way to the stairway, there was a heavy-duty explosion. All of a sudden, it started like it sounded like gunfire. You know, bang, 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 bang. And then all of a sudden, three big explosions. We've heard reports of secondary explosions after the aircraft impacted, whether in fact there wasn't something else at the base of the towers that in fact were the coup de grace to bring them to the ground. That would put us about a block and a half away from the site
of where the explosion was. That area has just been evacuated because police have found what they describe as a suspicious device, and they fear that it might be something that could lead to another explosion. I got an eyewitness who said there was an explosion on floor 7-8. 1K. Moments ago, I spoke to the chief of safety for the New York City Fire Department. He received word of the possibility of a secondary device, that is another bomb going off, but he said that there was another explosion which took place, and then an hour after the first hit here, there was another explosion that took place. He thinks that there were actually devices that were planted in the building. We are continuing to hear explosions here down...
us, and we started running. Floor by floor, it started popping out. It was like, it was if they had detonated. Detonated. If they were planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. As we were moving towards the building, we saw the top begin to blow out in a plume of smoke, and we heard the noise associated with an implosion. And you can see that it almost looks like one of those, almost looks like one of those planned implosions. It's reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before, when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. Managed implosion of the building. If you've seen many of the managed demolitions where they implode a building and they cause it essentially to fall vertically, because they cause all of the vertical columns to fail simultaneously. That's exactly what it looked like, and that's what happened. It was live on television. I mean, just literally millions of people. Responsibility for arriving, if you will, at the ultimate strength of the tower was mine. Do I feel guilty about it, about the fact that they collapsed? The circumstances on the 11th of September were outside of that, which we considered in the design. Helen Mariani verlor ihren Ehemann, als Flug 175 in den Südturm einschlug. Sie hat Präsident Bush, Vizepräsident Cheney und andere Führungskräfte der Regierung wegen Hochverrat verklagt. I wish they all were here. Neil spent, my husband, 4 years in the Air Force. We had a memorial in front of my home. Three of my daughters and one of my sons, my only son. You can see. That flag will not be flown until justice for me and the rest of the 3,000 will be served in the courts in New York. These are the questions that I want to ask Mr. Bush. It is still my personal belief that you intentionally allowed September 11, 2001 to happen. You gathered public support for a war on terrorism. I find distasteful for you to use our disaster of death and destruction for your political gain. Our American dreams of freedom have been shattered for the future generations to come. Thank you. Barry Zellman hat seinen Bruder beim Einsturz des Südturms verloren. I just embrace people that understand that four airplanes, an hour and a half between the first impact and the second impact, with zero military response in the United States, it didn't happen that way. It couldn't have happened that way. You're talking about the most intelligent agencies that we have in the face of New York, state-of-the-art agencies, and there was zero military response. And, you know,
I'm a fair person. I listened to both all sides of the argument, and I did research upon research upon research, and no one could give me the answer. But it's very transparent because our own president did not want to investigate this tragedy. And I'm standing before you today for one reason. The only thing that I could give my brother is the truth. That's it. I didn't get paid a cent. You know, the money was out there to shut people up. It's a strange dynamic money because there's two sides of 9/11 families. There are ones that were paid and the ones that weren't. But the money was there for one reason. It's to keep people, pay them off and keep them quiet. And I thank people like you that are listening. Thank you very much. Kristen Breitweiser, Patty Kazessa, Laurie Van Auken und Mindy Kleinberg sind als die Jersey-Witwen bekannt geworden. Vom ersten Tag an haben sie sich zusammengetan in ihrem unablässigen Kampf für die Wahrheit. And you know, don't you? I knew right away. I knew approximately where his office was because he said that he was looking directly across at Tower One. And I just had a feeling inside. And then when I saw the building subsequently collapse, I just said, my God, he is gone. And I fell to the floor, and What happened after those planes took off? And I think you feel this way, too. Do you want to talk about that? You know, I have a lot of problems with the Pentagon. I don't understand how a plane could hit our Defense Department, which is the Pentagon, an hour after the first plane hit the first tower. I don't understand how that is possible. I'm a reasonable person. But when you look at the fact that we spend $500 billion on national defense, and you're telling me that a plane is able to hit our Pentagon, our Defense Department, an hour after the first tower was hit, there are procedures and protocols in place in this nation that are to be followed when transponders are disconnected, and they were not followed on September 11th. I thought democracy just worked, and I learned that it doesn't go like that. That if you want a country, if you want to live in this great country of ours with our fabulous democracy and our constitution and, you know, our different rights, freedom of speech and all the things that we take for granted, you have to fight for those things. I had faith in all of my leaders on September 10th that they were doing the best jobs that they could to protect the lives of my loved ones, my friends, my countrymen. I didn't understand that I needed to look at the bigger picture. I've turned into a very disenchanted, fully awake, no longer naive person. I want to meet with the NSA, CIA, and the FBI together in one room. I'm sitting there with a FBI agent who is very high up, not the director, but nonetheless very high up in the FBI. And I said to him, I don't understand. You have the Phoenix memo, you have Zacharias Moussaoui in custody. You had actually been to the flight school that you picked up Zacharias Moussaoui at 4 or 5 times before to investigate other individuals, one of those individuals who happened to be a pilot for Osama bin Laden himself. And you had the Phoenix memo alerting you to the interest that these Middle Eastern men had in flight schools. How is it that you didn't find them prior to 9/11? So this agent says to me, do you know how many flight schools there are in America? Thousands. Do you know how many ground instructors there are? Thousands. And you expected us to go to every single flight school to find these handful of men? And I'm like, well, honestly, yes. So then I'm like, okay, fine, I'll give you that. I'll give you that you couldn't have hit every flight school. I'm like, okay, fine. Well, how is it that if there's thousands of flight schools and you could never have found them, how is it that you went to Embry-Riddle Flight School in Daytona Beach, Florida, hours after the attacks? If there's thousands of flight schools, how did you just happen to go to that one exact perfect school that some of the hijackers went to? How'd you know to go to that school? And he just looked at me and goes, we got lucky. The
The last routine communication between ground control and the plane occurred at 8:13 a.m. Between 8:13 and 8:20, Flight 11 became unresponsive to ground control. Additionally, radar indicated that the plane had deviated from its assigned path of flight. Soon thereafter, transponder contact was lost. Two Flight 11 airline attendants had separately called American Airlines reporting a hijacking, the presence of weapons, and the inflictions of injuries on passengers and crew. At this point, it would seem abundantly clear that Flight 11 was an emergency. And yet, according to NORAD's official timeline, NORAD was not contacted until 20 minutes later at 8:40 a.m. Tragically, the fighter jets were not deployed until 8:52 a.m., a full 32 minutes after loss of contact with Flight 11. Why was there a delay in the FAA notifying NORAD? Why was there a delay in NORAD scrambling fighter jets? How is this possible when NEADS was fully staffed with planes at the ready monitoring our airspace? Flight 175, 77, and 93 all had the same repeat pattern of delays in notification and delays in scrambling fighter jets, delays that are unimaginable considering a plane had, by this time, already hit the World Trade Center. Is it luck that aberrant stock trades were not monitored? Is it luck when 15 of visas are awarded based on incomplete forms? Is it luck when emergency FAA and NORAD protocols are not followed? Is it luck when a national emergency is not reported to top government officials on a timely basis? To me, luck is something that happens once. When you have this repeated pattern of broken protocols, broken laws, broken communication, one cannot still call it luck. As a Midwesterner, I might say to you, I've been impressed time and again with the pride you've expressed in New York City. And I admire that greatly, and I think that may 20,000 people are dead. Your leadership real questions, and okay? Your cooperation. Well, I will give you 2 minutes. Let's ask a real question there. Yes. Let's ask a real question. Is that unfair? But my brother is one of the five of them. Don't give me 2 minutes. Appear shortly. If you want to be disruptive, you will be removed from this room. Remember this. Your government funded and trained Al-Qaeda. Your government funded and trained Al-Qaeda. I'll say it one more time. Your government funded and trained the end is near, and all these people, they will learn to stop worshiping Allah and start worshiping the 2,000-pound jade ant that's about to fuck their whole world up. Treason. The cabal of neoconservatives at PNAC. Eine Gruppierung, die einen langen Weg hinter sich hat. Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Pearl. Eine Ideologie der Beherrschung und der Aggression. Change some deeply entrenched notions about the proper role of American power in the world.
ein immer präsenter, aber schwer fassbarer Feind. No one knew Al-Qaida existed then. Eine unzerbrechliche und historische Freundschaft. Eine der umstrittensten Präsidentschaften in der gesamten Geschichte der USA. He became president, but he didn't know why. And on September 11th, he discovered why. Science-Fiction-Waffenlager. Since the end of the Cold War, we've sold more military weapons than the rest of the world combined. Gigantische ökonomische Interessen. Time magazine said it's gotten a hold of a Pentagon email saying Cheney's office coordinated Halliburton's multi-billion-dollar deal. Eine Geschichte, die sich wiederholt. Was told when and where Japan would pull the strike. I did not get this information. Die Geografie der Welt untergraben von Energieressourcen. Pulled out here yesterday. Just to come out and help protect the oil line. In a tank? In a tank. Eine Medienschlacht von globaler Reichweite. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam, Saddam, Saddam. Saddam, 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 Saddam Hussein. Die dunkelsten Mächte werden in alle Richtungen losgelassen. You understand? All dies entstand aus einem kleinen Augenblick heraus. Der Augenblick, an dem das neue amerikanische Jahrhundert entstand. Wer stand wirklich hinter den Anschlägen des 11. September 2001? There is a cover-up, folks. There's clearly a cover-up. And the question is,